Der RP-Fußballgipfel ist vorbei. Können Sie mal sagen, wie das für Sie ist, auch mit Ihren Kollegen hier mal bei uns immer wieder zu Gast zu sein und ein bisschen zu fassen mit Leuten, die man vielleicht auch nicht so das ganze Jahr überdauern sieht? Ja, ist fast so ein bisschen Routine. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich schon hier war jetzt. Macht eigentlich mehr Spaß. Es gibt dann manchmal etwas lustige Diskussionen. Da gibt es auch mal ernsthaftere Diskussionen, sehr sachlich, fachlich. Und aber eigentlich eine angenehme Gesprächsrunde. Man kennt sich natürlich auch über die Jahre und macht Spaß. Kommen wir nochmal zu zwei, drei Themen, die wir eben angeschnitten haben. Wir haben einmal die Transfersummen schon, die Diskussion ist ja hochgekocht. Können Sie kurz nochmal Ihre Einschätzung geben, was im Fußball momentan passiert in diesen Irrsinnssummen? Ja, wir sind ja durch die letzten Jahre so ein bisschen verwöhnt gewesen, dass die Ablösesummen etwas höher werden. Teilweise knapp über 100 Millionen, das war im letzten Jahr mit Pogba so, aber jetzt hat es natürlich Regionen erreicht, die natürlich für viele absolut unfassbar sind, die man sich nie vorstellen konnte. Klar, es gab eine Klausel für Neymar für 22 Millionen, aber man hat immer das Gefühl, das ist mehr so eine Jux-Klausel, die ja sowieso keiner ziehen wird, so hat es wahrscheinlich auch Barcelona gesehen. Aber es gab da doch jemanden, der das dann gemacht hat und es wäre viel natürlich unfassbar, so eine hohe Summe für einen Spieler. Bedeutet das auch irgendwas für Bayer Leverkusen? Ja, in erster Linie erstmal nicht. Oftmals haben wir solche Transfers oder bildet sich da eine Kettenreaktion, dass natürlich jetzt so ein Club wie Barcelona oder andere Spieler verpflichten muss. Ich glaube, da gehören wir im Moment nicht dazu, dass wir Spieler haben, die jetzt für Barcelona vielleicht interessant sein können, man weiß es nicht. Da wird es sicherlich 4, 5 Spieler geben, die dann auch ganz oben auf der Liste stehen. Da wird sicherlich noch wieder was passieren. Vielleicht sind dann diese Vereine, müssen auch wieder nachlegen. Also es ist oftmals eine Kettenreaktion. Wir warten mal ab. Okay. Letzte Frage. Heiko Herrlich, neuer Trainer, hat jetzt die Vorbereitung fast hinter sich. Wie ist Ihre Einschätzung zu dem neuen Coach? Ja, macht das mit großer Leidenschaft, genau wie wir uns das alle erhofft hatten. Nach einer sehr schlechten Saison geht er völlig unbedarft an die Sache ran. Er hat in den letzten 2 Jahren, ist er zweimal aufgestiegen mit Jan Regensburg, von der dritten in die zweite und von der vierten in die dritte, und dritte in die zweite, hat einen wunderbaren Fußball spielen lassen, natürlich auch mit viel Teamgeist und mit vielen taktischen Variationen. Das stellen wir das auch bei uns vor, dass einerseits große Leidenschaft wieder gezeigt wird, natürlich auch eine gewisse Ruhe reinkommt in den Verein. Ich weiß natürlich aus vielen Jahren, dass Ruhe dann immer noch reinkommt, wenn du dann auch punktest, wenn du Spiele gewinnst. Da wollen wir natürlich schnell mitbekommen. Alles klar. Vielen Dank. Danke. Alles Gute für die Saison. Ne? Danke.